Der CDU-Antrag wurde im April des letzten Jahres offensichtlich in der Absicht gestellt, um der Regierung die Möglichkeit zu geben, ihre vermeintlichen segensreichen Bautätigkeiten in Bezug auf die Liegenschaften des Landes zu präsentieren. Und in der Tat liest es sich ja zunächst positiv, wenn die Investitionen für Sanierungen und Neubaumaßnahmen im Jahr 2022 nochmals deutlich auf rund 1,3 Milliarden Euro angestiegen sind. Aber die Stellungnahme der Landesregierung vom 4.5.22 ist hier natürlich nicht abschließend. Und deshalb gehört zur Wahrheit auch dazu, dass nach einem Mittelansatz für den staatlichen Hochbau im Staatshaushaltsplan 2023 in Höhe von 1,35 Milliarden Euro für das Folgejahr 2024 nur noch 1,26 Milliarden Euro ausgewiesen sind. Wahrscheinlich werden die Gebäude veräußert oder verkauft, ich weiß es nicht. Von 2023 auf 2024 gehen die Investitionsausgaben des Landes damit um 7% zurück. Und auch der Wert des Staatshaushaltsplans 2022 wird im Jahr 2024 nicht mehr erreicht. Dies ist das falsche Signal in einer Zeit, in der die Baubranche wie seit langem nicht mehr unter Druck steht und daher auch das Land selbst gefordert ist, als Bauauftraggeber Akzente zu setzen und finanzielle Handlungsspielräume zu nutzen. Leider verdeutlicht die vorliegende Stellungnahme in der Landesregierung zugleich, dass die Bürokratie auch in diesem Bereich seit Amtsantritt des Herrn Ministerpräsidenten im Jahr 2011 ungebremst gewachsen ist. Von 2011 bis 2022 verzeichnet die personelle Ausstattung des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg bei der Stellenanzahl laut Haushaltsplan einen Anstieg um 29% und beim tatsächlich vorhandenen Personal MAKs ebenfalls einen Zuwachs von 25%. Vor diesem Hintergrund ist es einmal bemerkenswert, dass derzeit Land auf, Land ab ausgerechnet diejenigen Politiker das ungebremste Bürokratiewachstum beklagen, die diese fatale Entwicklung in erster Linie selbst zu verantworten haben. Auch hier muss endlich gegengesteuert werden, nicht nur auf EU- und Bundesebene, sondern auch hier in Baden-Württemberg selbst. Wenn wir uns dann im Folgenden die Übersichten der seit dem Jahr 2016 abgeschlossenen und derzeit in der Durchführung befindlichen Baumaßnahmen vergegenwärtigen, so können trotz zahlreicher wichtiger Investitionen, vor allem in den Bereichen der Universitäten, Museen, Baudenkmäler, gravierende Fehlentwickler der gegenwärtigen Landespolitik nicht überdeckt werden. Für die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg sind 20,7 Millionen veranschlagt. Und bei der Außenstelle des Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwang in Gingen an der Brenz werden 8,5 Millionen Euro kalkuliert. Allein diese Zahlen verdeutlichen, welche katastrophalen Folgen durch ihre Migrationspolitik in unserer Gesellschaft verursacht wurden. Und ob es vor diesem Hintergrund das richtige Signal an die Bürger ist, dass unter den seit 2016 abgeschlossenen Projekten ausgerechnet die Baumaßnahmen im Bereich des Landtags von Baden-Württemberg mit 70 Millionen Euro zu den teuersten gehört haben, sollte ebenfalls bezweifelt werden. In jedem Fall aber steht fest, die Verantwortung des Landes im Bereich des Bauens endet nicht am staatlichen Hochbau, sondern muss das Bauen insgesamt im Blick behalten. Insofern sollte es durchaus ein positives Zeichen darstellen, als der Bundesbauminister vor kurzem signalisierte, den Ländern bei der Grunderwerbsteuer weitere Handlungsspielräume einräumen zu wollen. Dies würde die Möglichkeit eröffnen, bestimmten Käufergruppen wie zum Beispiel Familien beim Immobilienersterwerb gezielt zu entlasten. Umso befremdlicher war es sicher daher, dass von Seiten dieser Landesregierung hier von vornherein signalisiert worden ist, an derartigen Gesetzesänderungen letztlich gar nicht interessiert zu sein, da man auf diese betreffenden Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer nicht verzichten wollte. Abgesehen davon, dass eine konkrete Gesetzesinitiative des Bundes hier noch gar nicht vorliegt, ist das darin zum Ausdruck gekommene Signal fatal, denn schließlich sollte auch in der Sache sämtliche Möglichkeiten genutzt werden, um Handlungsspielräume Baden-Württembergs auch auf der steuerlichen Ebene zu vergrößern. Aber immer dann, wenn es um den konkreten Entlastung des Bürgers geht, fällt dieser Landesregierung nichts ein. Vielen Dank.